Also legitim. Wollen wir nicht mal langsam stärker werden? Bisschen. Ich glaube, das war am Anfang immer so, dass man echt krass über den Gegner ist. Einfach zu starke Pokémon. Pack dein Togekiss wieder ein. Vierte Tier, ey. Pack dein Himmelsfeger wieder ein. Wer hat mir die beste Verteidigung? Muss ich jetzt mal kurz gucken. Aha. Hallo, Megabisaflor. Eindeutig Azumarill. Über dem. Moment, was? Megabisaflor? Ja, Megabisaflor. Okay. Welcher Protein insofern juckt, aber. Wieso mache ich eigentlich nicht Zufall, Leute? Ich bin actually Pokémon-Noob geworden. Das hat doch Speckschicht, das Vieh. Und Level 23. Ja, das Level wieder davon. Level 23? Ja, ich kann nichts machen. Läuft bei dir. Ich bin nur zwischen 16 und 19 mit allen. Meine sind zwischen 19 und 23. Okay. Wahrscheinlich hast du auch ziemlich beschissene Gegner gehabt. Oder ziemlich harte Gegner, besser gesagt. Kann ich jetzt hier direkt zurückgehen eigentlich? Und das würde ich dann ganz gerne einfach direkt machen. Weil wenn wir 6 Pokémon haben, Leute, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pokémon so schnell leveln, auch geringer. Okay, ich gönne mir jetzt den Doppelfight, Leute, mit dem Quaffwaff. Also, was auch immer dann dadurch ersetzt wird, aber... Wie schwer ist es? Okay. Wunderschön. Ja. Perfekt. Das ist Perfection, Leute. Das ist der Double Bidoof. Ich gönn mir das auch mal eben. Die Spottelkönige. Selbst meine Schwächsten sind so hart beim Level. Wie kann das sein? Und dann flinche ich ihn auch noch. Oh nein, er hat Gefühlswippe. Egal, okay, er ist langsamer geworden. Never mind. Okay. Was hab ich für ein Double? Jetzt bin ich gespannt. Geht einfach schon wieder daneben, Leute. Ich flipp aus. Bong. Gut. Der Petala, der ist längst aus. Ich habe Fabigel und Bidiza. Oh. Immerhin 2 verschiedene sogar. Einmal ausgepeitscht, Mann. Zack. Erstmal die Konfusion kopiert. Der Igel saß. Ich denke, ich werde meinen Spezialangriff schon nicht erhöhen. Also im Original war der schon ein bisschen gefährlich. Oh, hallo, Gefühlswippe. Fluchtwert steigt stark. Oh no. Oh no. Ich werde mir schon mal meinen Encounter für die Route farmen. Ja, ja, das könnte ein bisschen dauern. Aber dafür ist die Spezialverteidigung gesunken. Das heißt, wenn ich mal treffe, war nice. Mein einer hat getroffen. Tschüss. No, es hat nicht gereicht. Das kann was. Das kann was. Spezialangriff steigt stark. Mir ist Verteidigung geil, sinkt. Wilde Pokémon zu fangen. Und der Fähigkeit. Oh nein, die hat einen Trank. Leider nicht mega meditales. Das wäre geil. Genauigkeit steigt stark. Spezialverteidigung sinkt noch weiter. Ich treffe nichts mehr. Erstmal einen Pokéball. Männlich oder weiblich? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wenn es teleportiert, flippe ich aus. Ich schwöre dir, Brady. Oh, getroffen. Danke. Meditales. Ich lerne Psychoklinge. Das wäre geil. So, und Fleo BB müsste sich jetzt, glaube ich, entwickeln sogar. Deswegen habe ich auch so lange eingesetzt die ganze Zeit, damit es sich endlich entwickelt. Meditales wurde gefangen. So, jetzt darf es nur nicht, wie gesagt, diese Fähigkeit Fliot haben. Oh, Säure, sehr schön, da ist es. Muss ich ja gleich umbenennen. Leute. Säure ist da. Bei Giftstachel. Reckler, 11 Monate treu, Mann, bra, vielen Dank. Das heißt, fuck, ich bin so verrückt, Alter. Blablabla.
Jan weicht Attacken elegant tänzerisch aus, um anschließend eine verheerende Attacke aus derselben Bewegung heraus zu lancieren. Junge, lancieren! Ich lanciere aber ordentlich. Surtorp, danke dir für 10 Monate Treue. Endlich auch mal mit dabei. Schickes Wort. So, weibliches Meditales. Wir fangen einfach nur Weibchen. So, Fleckjul, du darfst hier unser Pokémon schwächen. Was auch immer es sein wird. Im Weinglas und dem Pfeifenfett, Mann. Hallo, Deponitox! Mal keine Elektroschwäche. Es ist weiblich! Was soll ich es nennen? Wie ist dein normaler Angriff, Fleckjul? Auch nicht groß anders. Aber ich glaube, ein Herzstempel wird es ja wohl überleben. Ich weiß, ach so, das ist zwar Dingens. Oder ist die Konfusion schwächer? Konfusion ist schwächer, dann nehmen wir die Konfusion. Malin. Also von der Attitude her wäre es schon passend. Alter! Ich hab's fast gekillt. Einfach mal den Crit gezogen. So, welches Mädel möchte denn gerne ein Deponitox sein? Ich werde jetzt einfach drei zufällige... Ich werde jetzt auf Spam mal auf den Chat, Leute. Passt auf. Und ich werde jetzt gleich drei zufällige Namen, die ich lese, zu einem Namen fusionieren. Gracie und Yuna fehlen noch. Ich bekomme den Glücksknilzen. Vielen Dank. So, Moment. Screenshot was me. Und ich mache jetzt eine Namensfusion. Aus Hunger. So. Chris nimmt es mit dem rechten. Was? Chris. Chris nimmt mit dem rechten Arm Gegner in die Mangel und gibt ihm mit dem giftigen Gas aus seinem Maul den Rest. Dann nehmen wir noch den Monster Honk. Han Honk. Ich hoffe, ich formuliere jetzt keine Beleidigung in irgendeiner anderen Sprache oder so. Und wir nehmen noch Mike. Die Sache ist jetzt, Yuna oder Gracie? Ist Yuna so da? Hanronkrax. Hanronkrax. Alter, kann. Hanronk. Nee, Han. Die Sache ist, Hanronkrax. Aus Depultox kann man die Yuna-Tox machen, ganz gut. So. Yuna, es tut mir leider leid. Aber es passt einfach so gut in den Namen. So viele Nonsubs. Sky, mach was! So, ich gehe jetzt direkt wieder ins Schloss. Klingt so wie laut aus so einem Comic. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, ob ihr... Die Toxic Yuna einfach. Ob es useless oder useful ist. 1 KP, holy shit. Bruchrüstung. Und es kann Säurespeier. Und keine physische Attacke, Poggers. Und es ist Scheu. Rippangriff. Ich glaube, ich gehe mich jetzt erstmal kurz heilen. Es ist froh? Es ist einfach froh. Was für eine Fähigkeit hast du drauf gehabt? Lernen. Was? Was für eine Fähigkeit hast du auf Meditales gehabt? Die gute. Nice. So. Wo war jetzt der Namensbewerter? Bist du der Namensbewerter? Ja. Da muss ich jetzt einmal einen Spitznamen einmal ändern. Da du dich jetzt entwickelt hast. Ein wahrlich vorzüglicher Stream, nicht wahr? Chat, Pfeifen, Weinglas. Fleot. Gar köstlich. Eigentlich habe ich nur zwei Buchstaben vom Originalnamen gedreht, wenn ich so drüber nachdenke. Stimmt. Fleot. Ist eigentlich keine CM. Ich weiß nicht, ob wir das Floyd von Arzt bekommen können. Weißt du das? Apropos TM, da liegt nämlich noch eine auf der Route. Definitiv ist der Fall, Herr Emre. Ein exquisiter Chat, Bertha, Herr Emtes. Achso, wir sollen das Pokémon suchen im Garten, ne? So war das doch. Tür auftreten. War das nicht dieser Moment, wo wir Schutzschild kriegen? Ich erinnere mich. For Protection. Protect. Waren im Garten noch Trainer? Nee. Aber eine TM. War eine TM im Garten? Oh, und zwar
Achso. Ist das die VM oder nicht? VM, ja, never. Never mal. Über das Internet spielen. Ich habe keine Freunde. Hör auf, mich damit zu belästigen. Danke. Machen dann nicht Gärtner oder so? Ich weiß auch gerade nicht. Jan sagt nein. Was Jan sagt, stimmt immer. Aber Leute, das ist doch schön. Das heißt, wir sehen das Feuerwerk heute sogar noch. Hier, Leute, jetzt werden wir unser Pfeifwert unter Beweis stellen müssen. Das muss sie uns besagen. So. Eigentlich gerade nur. Wo ist denn der Zerschneider jetzt nochmal gewesen? Oben locken. Oben sagst du? Oben links? Warte halt mal hier kurz. Ne, da ist das. Das Achso, Hund. Nein, ich wollte nach oben locken. Ich wollte nur. War nochmal die VM. Die bin ich jetzt, glaube ich, dran vorbeigelaufen. Weißt du was, ich denke... Undo your action! Ich wollte eigentlich gerade dich nur woanders hinstellen, Sanna. Kann ich dich hier hinstellen? Okay, dann mach ich. Hier stehen. Undo! Undo! Ach, da! Oh, dankeschön. Da wollte ich doch gar nicht. Ich hoffe, das kann jemand lernen bei mir. Was, jetzt der Schneider? Hm. Ich hoffe auch. Ich bin einfach stuck. Consider to undo. Lucktown, 18 Jahre treu. Dankeschön. Ich bin eigentlich überall hingegangen, außer unten links, um zu gucken, wo die VM ist. Wo ist sie? Unten links. So. We catch the doggo. Gut gemacht, Prinzessin. Der Garten scheint echt schön zu sein im Vergleich zu dem hässlichen Garten von Christus, aber natürlich auch alles schön. Ich habe nur der Garten scheint echt schön zu sein gelesen und wusste sofort, wie diese Scheiße enden wird, Emre. So. Wusstet ihr, dass Emre tatsächlich Ananaspizza ist? So einer ist er. Ja. Kein Spaß. Hm. So, komm mal mit. Ja, it's amazing, man. Ein guter ist er. Er framed Emre. Hätte ich noch mal mit irgendjemandem reden müssen eigentlich? Ich glaube, die werden auch nur ein bisschen... komm mal mit. Ich hoffe, ich hätte nicht noch mal mit Sanna reden sollen. Wann kommt mein Feuerwerk? Wo ist mein Feuerwerk? Deine Feuerwehr? Wo ist mein Feuerwerk? Mein Werk aus Feuer. So, Hund gefangen. Ah, da ist sie ja. Ihr gönnt euch, Leute. Die Musik ist so hübsch. Der Typ willst du richtig knallen lassen mit uns. I see. Ich hoffe, wir werden richtig gute Freunde, Karen. Ist einfach Edith Chapter League. Das ist einfach Brady, Mann. Nein, weil ich will keine Internetbegegnung machen. Weil ich es zusammen mit dir gesehen habe, Karen. Aber Brady ist doch schon tot. Kacke. Kling. Tschö, tschö. So. Wie hast du dich so schnell hier voll bewegt? Voll geil! So. Jetzt gib mir Protect oder was auch immer ich stattdessen kriege. Alter. Ich möchte auf deiner Flöte spielen, Mann. Was denn? Nichts. Ich find's so witzig, wie die Dratini-Statuen runterpinkeln. Achso. Gib's ihnen. Scheiße, was kriege ich? Achso. Ich wollte die Tame jetzt eigentlich wissen.
Gib Geborgus Emme wieder zurück. No mega lol. Ja, wo ist die TM? I wanna know. Pyrotechniker ballert aber richtig. Oh ja. Röhrepanzer. Well. Okay. Das könnte vielleicht helfen. Toxic, Mann. Toxic. Schon. Alter Hunger. Adoptionen. Dankeschön. Euch fünf. Willkommen bei den Glücksknülzen. Vielen, vielen Dank. Wir können das Relaxo jetzt aufweckeln. Aufweckeln vor allem. Ich würde auch tatsächlich sagen, wir machen eher das als jetzt den Irrgarten noch, so als letzte Amtszone und Relaxo fangen oder was auch immer es sein wird. Ich habe Patroni bekommen. Das ist eine gute TM. Wenn es da noch jemand lernen kann, das ist noch besser. In Before, es kann keiner lernen. Also ich würde, wie gesagt, wir bekämpfen die alle noch, die hier abhängen, aber ich würde sagen, als letzte Amtszone heute gucken wir uns die Politox kann es lernen. Also würde ich sagen, aber ich weiß nicht, was Jan dazu sagt. Der sagt die ganze Zeit nur Deponitox. Deponitox. Aber ja, wir können gerne noch das quasi Relaxo fangen. Okay. Machen die Sache ist, zählt das als Absammlung für heute. Zählt das als statischer Encounter oder zählt es als Encounter für die Route? Ich glaube, wir haben gesagt, statisch ist statisch. Okay. Dann zählt es extra Relaxo. Willst du noch die eine TM auch mitholen hier auf der Route rechts? Oder beim nächsten Mal? Bin ich schon zurück. Ich gehe ja eh nochmal die Route ab, weil wir die Trainer noch bekämpfen müssen. Okay, dann beim nächsten Mal. Ups, das war der falsche Weg. Wie hast du die randomized, die statischen Pokémon nochmal? Komplett random. Komplett random, okay. Kann auch was Legendäres sein, kann auch ein Pichu sein. Ja, Leute, wenn wir das jetzt fangen, wäre das ziemlich geil, hätten wir nämlich ein volles Team und wir können endlich das Overlevel ausgleichen irgendwie. Okay. Live. Was war das für ein Geräusch, Mann? Mich hat gerade ein shiny Ordoch aus dem Gras angesprungen. Okay. Take those. Was? Shiny Claws. Was? Also, wenn du es mit irgendwas austauschen willst. Was war denn auf der Route? Deponitox. Yuna, möchtest du ein Deponitox sein oder möchtest du ein shiny Ordoch sein? Er gönnt sich einfach ein Shiny, Mann. Shiny Claws und Mega Poggers. Ich würd's töten für die EP. Kannst du mal aufhören, mich zu verprügeln? Okay, ich guck dir mal, was mein statisches Relaxo so ist. Okay, Leute. Wird der Stream Hype enden oder Resident Sleeper? Das liegt in den Händen von diesem Relaxo. Relaxo, Mann. Oh, doch, ist aber männlich. Oh, shit. Egal. Hab's gefangen. Laxo hat seine Augen weit aufgerissen. Einfach die fetten Erfahrungspunkte trotzdem bekommen. Okay. Einfach mal ein shiny Ordoch gezogen. Like, what the fuck? Über die Fühler an Chris' Ohren kann es ertasten, wie es einer Person geht und wann ein Pokémon aus seinem Ei schlüpft. Du kannst Sachen mit deinen Ohren machen. Das ist einfach Relaxo bei dir. Entweder ist das nicht gerandomized oder das ist einfach ein Relaxo. Ich guck gleich, was es bei mir ist. Ich guck gleich mal, was es bei dir ist. Richtig, wie zu weird, man, gerade die Situation, ey. Nennen wir es jetzt Yundoch? Also wenn es bei dir auch ein Relaxo ist, dann killen wir es. Okay. Also von dann zählt es nicht, würde ich sagen. So, Moment, ich erst nochmal mein Ordoch umbenennen in Yundoch. Das ist enorm weird. Also wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach durch Randomizer nochmal ein Relaxo geworden. Wenn es bei Jan jetzt keins ist, dann wird das wahrscheinlich sogar so sein. Relaxo wird zu Relaxo. Junge, Rettern ist so lang. Relaxo digitiert zu Relaxo digitiert zu Relaxo. Oh, vielen Dank, Snatch, für die Spende. Danke dir. Also erstmal kurz speichern. Das haben wir ja extra eingestellt, Rad. Deswegen ist die Frage, ob es jetzt bei Jan geklappt hat oder da auch nicht. So, schauen wir mal, was es ist.
Moment. Relaxo. Und dann zählt's nicht. Okay. Tötet es! Da hat das hier wohl komischerweise nicht funktioniert. Just kill it, Mann. Ich glaube, ich fliehe einfach. Kein Bock, es umzubringen. Ich werde einfach wieder paralysiert, Mann. Eigentlich hast du recht, fliehen ist besser, dann kriegen wir keine XP, wir sind eh schon überlevelt. Tötet es! Also irgendwie funktioniert nicht alles bei diesem Randomizer. Nicht alles, aber es ist der erste 6th-Generations-Randomizer. Aber wir könnten theoretisch noch einen normalen Encounter holen, weil ja direkt hier die Wiese ist neben der Brücke. Ja, dann nehmen wir als letzten Encounter halt den normalen Encounter, Leute. So, okay. Seth Gint! Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall danke für deinen Sub, willkommen in den Glücksgläsern. Vielen Dank. Fleuet, Flo, Fli, Fla. Irgendwie so. Was hat denn Yuna doch für ein Item? Oh, ein Giftstich. Gerade erst einen verkauft. Okay, Leute. Jetzt aber. Letzte Pokémon für heute. Oh, ein Tyrakrok. Das ist cool. Eigentlich ganz cool. Was ist bei dir? I like this Pokémon. Ist so ein richtiges... Ja, why not? Na, so kann man mal nehmen. Ja. Unhonkrax. Geht richtig gut von der Zunge, der Name, oder? Wieder was mit der Elektroschwäche. Es ist tatsächlich mal männlich. Wahnsinn. So. Wen haben wir denn noch von den Jungs noch? Alex und Eve, ne? Wir brauchen einen Namen dafür. Fall's nicht auf mich ein. Sky? Okay, dann nenne ich Sky. Tyralex. Das heißt, Alex kriegt irgendwann einen Knackarsch. Bon. So. Verliert Chris einen seiner Zähne, wächst ein neuer nach. Es hat immer 48 Zähne. What happened? Passenderweise ist Tyrakrok in der Boxfriedhof gerade gelandet. Oh Mann, ich wollte nur das Pokémon wechseln. Oh nein. Ich wollte nur das Pokémon wechseln. Weißt du, auf welchem Level das gerade war? Welchem? Als du versehentlich das Krakeo mit 1 KP eingewechselt hast damals in Rubin. Ich erinnere mich. Weil du Status machen wolltest und hast aus Versehen Switch gemacht. Oh Mann! Dann packen wir dich hier in die Restebank einfach. Und die Junatox auch. Toll. Ach, ich wollte wechseln! Ich wollte doch nur das Pokémon wechseln. Mann, siehst du, normalerweise spiele ich das halt mit Touchscreen. Und nicht mit der scheiß Gamepad-Eingabe. Ach ja. Läuft. Das ist der typical Soul-Link-Moment. Jo. Epic Sadness, bra. Ich wollte wechseln, Mama. Ich komme gerade wieder. Was ist gestorben? Nee. Das heißt, was gestorben ist, ist mein Pfeifer ist gerade gestorben. Immer der Controller schuld. Ja, der Controller ist schuld, okay? Niemals gönnst du ja ein tolles Pokémon. Ey, ich habe bisher nicht das halbe Team ermordet, okay? Vegapoint Fluchtmann. Scheiße. Ripp meinen Arsch. Er war wunderschön. Tja, Alex, doch kein Impergato für dich. Ach, Mann, das ist gerade so unnötig, Mann. Das war so dumm. Yay! Mein Azumarill ist das einzige Pokémon, was Zerschneider lernen kann. Apropos Zerschneider. Und Flekju lernt erstmal Patronenhieb. Ich
verzichte. Nichts, keines meiner Pokémon kann gute Attacken lernen, die ich besitze. Na gut, dann halt nicht. Ich werde Geduld eh niemals benutzen. Okay. Dann sind wir schon mal ein gutes Stückchen gekommen heute.